Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Edelweiß häkelt, dann auf die gestrickten Sachen aufbringt und verfilzt. Wir haben Hausschuhe, die habe ich euch schon gezeigt, wie man diese strickt im Landhausstil. Eine Kosmetiktasche mit Edelweiß, ein Brillenetui mit einem angehäkelten Edelweiß, dann eine Herztasche mit Edelweiß. Dazu wollte ich euch auch einmal zeigen, wie einfach man einen Namen oder dergleichen auf so eine Tasche aufbringen kann. Man nimmt sich einfach eine Filzwolle, die man noch als Rest hat, und häkelt mit Luftmaschen einen ganz, ganz langen Faden, ein Seil. Dann legt man den Namen, am besten in Schreibschrift, weil man dann wirklich durchgehend arbeiten kann, und legt diesen Namen auf die Tasche, wie man den haben möchte. Jedes Stückchen macht man fest mit Stecknadeln und dann legt man seinen Namen. Also das heißt Alice, wir haben das A, das L, das I, das C würde man so legen, wieder zurück auf den gleichen und dann das E hinten dran. So. Das steckt man sich dann fest mit Stecknadeln und mit großen Strichen hoch und runter in der gleichen Farbe Filzwolle würde man es dann festnähen. Ihr braucht das gar nicht so ordentlich zu machen, das verfilzt sich alles, das ist gar kein Problem. Und den I-Punkt würde man sich den letzten Rest hier nehmen, einfach abschneiden, einen Knoten machen, wenn ihr wollt, oder zum Kreis legen und auch noch oben dran festnähen. Und dann hätte man einen wunderschönen Namen, seinen eigenen oder als Geschenk, auf dieser Edelweißtasche noch drauf. So, und jetzt zeige ich euch, wie einfach ein Edelweiß zu häkeln ist. Man benötigt eine Schere, eine große Nadel, eine Häkelnadel. Die Größe schwankt zwischen 6 und 9, was ihr zu Hause so habt, das ist gar nicht mal so wichtig. Bei dem Edelweiß braucht man ein Beige oder ein Gelbton für die Mitte, was ihr noch als Resthaar habt, und naturfarbene Filzwolle 100%. So, dann machen wir den Anfang. Wie gehäkelt wird, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Dann machen wir erstmal 4 Luftmaschen und schließen die zum Kreis. Man geht in die erste hinein, holt die Schlaufe durch und macht es zu. Also jetzt machen wir 1, 2 Luftmaschen wieder und häkelt in jede Luftmasche 2 feste Maschen. In jede Luftmasche 2-mal einstechen und 2 feste Maschen. Und das macht ihr jetzt bitte erst einmal. Wir haben nun einen Kreis fertig gehäkelt. Das ist die letzte feste Masche auf die Luftmaschen. Und dann schließen wir den Kreis, die erste feste Masche gestochen, einen Faden geholt. Haben wir noch eine Schlaufe und die kommt dadurch. Der Kreis ist fertig. So, den schneiden wir jetzt großzügig ab. Restwolle auf die Seite. Den Faden benutzen wir dann, um das Edelweiß aufzunähen. Jetzt nehmen wir die helle Wolle. So. Wir machen jetzt jedes Blütenblatt einzeln. Die helle Wolle festgehalten, durchgezogen. 1, 2 Luftmaschen. Und jetzt machen wir Stäbchen. In die erste Luftmasche ein Stäbchen. In das gleiche Loch noch ein Stäbchen. So, in das nächste wieder ein Stäbchen. Und noch eins. Also fürs erste Blatt 2 Stäbchen in jeweils ein Loch von den festen Maschen. Dann haben wir 4 Stäbchen und einmal hier vorne die 2 Luftmaschen. Jetzt machen wir wieder 2 Luftmaschen. 1, 2. Drehen das Ganze rum. So, jetzt machen wir hier ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen. Und jetzt machen wir hier ein Stäbchen in das weitere. Und noch ein Stäbchen. Also haben wir wieder 4 Stäbchen. In der nächsten werden wir abnehmen. Wieder 2 hoch. So,
ein Stäbchen in ein vorangegangenes Stäbchen, eins. Wir brauchen jetzt dann nur noch drei. Zwei, drei. Also wir haben in der ersten Reihe vier Stäbchen, in der zweiten Reihe vier Stäbchen und in der dritten Reihe haben wir drei Stäbchen. Wieder zwei Luftmaschen. So, jetzt machen wir ein Stäbchen. Zwei Stäbchen. Wie gesagt, 4, 4, 3, 2. 2. So, wenn ihr es nicht so groß wollt, könnten wir jetzt ein Stäbchen machen. Hier oben eine Luftmasche drauf. Großzügig abschneiden, dann wäre das erste Blatt fertig. Wer sagt, ich möchte es nur ein bisschen größer haben? Also es strumpft ja mindestens ein Drittel weg. Der macht jetzt nicht nur ein Stäbchen hier um, sondern zwei. Dreht es um mit zwei Luftmaschen, macht jetzt noch eins hier oben drüber. Und noch eine Luftmasche. Und schneidet das wirklich großzügig ab. Weil wir müssen ja die ganzen Blütenblätter auch festnehmen, dann kann man den Faden wunderbar benutzen. Jetzt haben wir hier ein Blatt. Und das machen wir jetzt rundherum, bis wir fünf haben. Das nächste stechen wir ins letzte ein, wo das erste schon, das erste helle Stäbchen drin ist. Seht ihr das? Dass es verbunden ist. Wir gehen da hinaus, machen unsere zwei Luftmaschen. So, und dann fangen wir wieder an. Eins. Zwei. Man kann jetzt auch ein schmäleres etwas machen. Das liegt ganz bei euch. Kreativ. So, das ist der Ansatz für jetzt das zweite. Dann müsst ihr sehen, dass ihr wirklich fünf Blütenblätter in den Kreis bekommt. Das nächste ein bisschen enger setzen, nur zwei Maschen benutzen, dann haben wir das dritte. Und dann verteilt ihr hier noch eure zwei Blütenblätter, die können auch ein bisschen überlappen. Seht ihr das? Und dann wird das wunderschön. So, dann haben wir unsere Blütenblätter fertig. Also ich sage es nochmal. 4, 4, 3, 2, 2, 1. So viele Stäbchen, bis es fertig ist. Wir haben nun unser Edelweiß fertig gehäkelt. An den Spitzen der Blütenblätter habt ihr die Fäden einfach hängen lassen, großzügig, weil, wie gesagt, wir müssen es ja noch aufnähen. Das ist jetzt nur ein Muster. Die Tasche ist eigentlich fertig gefilzt, weil es heute uns wirklich nur ums Edelweiß geht, wie das gehäkelt wird. Ihr legt euch das auf euer Stück, worauf ein Edelweiß soll, eine Tasche, die Hausschuhe, wie ihr das wollt, und verdreht etwas die Blütenblätter. Das ist wichtig, nicht wie so ein Seestern, man könnte auch benutzen, aber das Edelweiß so ein bisschen verdrehen. Dann ist wichtig, ihr nehmt euch die Stecknadel und steckt euch das auf. Sonst verdreht euch das alles. Ihr habt eine Riesenarbeit, das ordentlich hinzubekommen. Schön die Spitzen ein bisschen verdreht, überall Stecknadeln rein, in die Mitte. Und dann benutzt ihr die Fäden, die ihr abgeschnitten habt. Und er geht einfach hoch und runter, hoch. Hier wieder raus. Also ihr müsst euch gar nicht so viel Mühe geben. Die werden nur fest geheftet. Einfach hoch und runter bis in die Mitte und dann tut ihr den Faden nach innen ziehen, wenn ihr soweit seid und vernäht den ein bisschen. Die Mitte genau mit dem Faden auch, den ihr übrig gelassen habt, heftet ihr auch ein bisschen fest und dann tut ihr euer Filzteil mit dem Edelweiß in die Waschmaschine und filzt es bitte alleine, nicht mit Sachen dazu, dann filzt es nicht so schön. Bei 40 Grad pflegeleicht, tut einen guten Becher Flüssigwaschmittel mit hinein, auf gar keinen Fall Weichspüler und filzt es. Nach dem Waschen, noch im feuchten Zustand, zieht ihr euch das genauso, wie ihr das haben möchtet, auf die Größe, schön ordentlich in den Ecken. Und wenn ihr sagt, nicht so toll, dann filzt ihr es bitte noch einmal. Und dann bei dem zweiten Filzgang könnt ihr euch das gern mal in eure pflegeleicht Wäsche mit hinein tun, dann filzt es nicht so viel,
Wie gesagt, es muss nur immer darauf geachtet werden, dass kein Weichspüler mit benutzt wird. Und dann habt ihr euer Edelweiß fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss!